Mitleid und Mitgefühl. Das sind zwei Begriffe, die im Alltag häufig synonym verwendet werden. Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied, der von großer Bedeutung ist. Mitleid empfinden bedeutet, dass wir tatsächlich mitleiden. Jemand ist traurig und auch wir selbst empfinden eine Traurigkeit. Wir verbinden uns also mit der anderen Person emotional. Mitgefühl mit jemandem zu haben, bedeutet, dass wir uns hineinversetzen können in die andere Person. Dass wir eine Idee davon haben, wie es ihr geht, ohne dass wir selbst traurig werden. Es bleibt also ein emotionaler Abstand. Wenn wir Mitleid empfinden, ist die Gefahr, dass wir zu sehr bei uns sind und den eigenen Emotionen und dass wir von diesen Emotionen überwältigt werden. Außerdem kann leicht passieren, dass wir die andere Person in eine Opferrolle drücken. Und dadurch können Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit entstehen. Und streng genommen leiden wir ja auch gar nicht wirklich mit, denn das ist ja ein fiktiver Schmerz, den wir empfinden. Wir sind ja nicht in der gleichen Situation. Das Mitleid wird durch die Vorstellung ausgelöst, wie würde es mir denn gehen, wenn ich in dieser Situation wäre. Also Mitleid belastet. Und zwar doppelt. Ein Beispiel. Du siehst auf der Straße eine ältere Frau, die schon ganz gebückt mit einem Krückstock geht und nur sehr langsam in kleinen Schritten vorankommt. Möglicherweise denkst du dann, oh je, die Arme, die hat ein sehr schweres Leben. Hoffentlich geht es mir später mal nicht so. Dann empfindest du Mitleid, denn du siehst dich in dieser Frau und du bewertest die Situation und ihr Leben als ausschließlich negativ und hoffnungslos. Beim Mitgefühl geht es dagegen nicht um dich, sondern um Anteilnahme. Du nimmst die Frau wahr und wenn du den Eindruck hast, dass sie Hilfe gebrauchen könnte, bietest du sie an. Und es geht nicht um ihr Leben als Ganzes. Wenn wir Mitgefühl mit jemandem haben, können wir also angemessener auf die Person reagieren. Wir vermischen die Emotionen nicht und wir können klarer trennen. Das ist dein Leben, das ist mein Leben, das hast du erlebt und so geht es dir jetzt. Und wie kann ich nun darauf reagieren und dich möglicherweise unterstützen? Wir identifizieren uns also nicht mit der anderen Person und wir bewerten weniger. Du merkst, es ist ein schmaler Pfad zwischen Mitleid und Mitgefühl. Es ist gar nicht immer so leicht zu erkennen, was es gerade ist, aber es lohnt sich sehr, mal ganz bewusst darüber nachzudenken. Wenn du magst, überlege doch mal, in welchen Situationen oder auch bei welchen Menschen empfindest du eher Mitleid und eher Mitgefühl? Welche Gründe kann es dafür geben? Und was kannst du dafür tun, um dein Mitleid in Mitgefühl umzuwandeln? Und welche Erfahrungen hast du denn bislang gemacht mit Mitleid und Mitgefühl? Schreib es doch gerne mal in die Kommentare.